Locker. Gear down. So. Hier ist der Flughafen. Genau, hier vom Tower aus gesehen. Da haben wir die Landebahn. So, Texturen haben wir jetzt halt nur gerade nicht ganz geladen. Und Flaps 15. Ja, das war unbedingt mal nötig. So, dann ist der Anstellwinkel nämlich nicht mehr so hoch. So, was ich eigentlich machen wollte, genau hier die Sicht, aber jetzt haben wir das Fahrwerk ja schon ausgefahren. So, genau, jetzt kommen wir wieder über die Insel, über Korfu, können die Urlauber schon mal hier so einen Blick über die Insel werfen. Vielleicht sehen sie ja auch den Ort, wo sie dann hinkommen werden und dann, wo sie dann Urlaub machen werden. Das Problem ist, wir sehen jetzt von hier noch nicht den Precision Approach Path Indicator. Das lasst uns lieber noch mal ein bisschen sinken. Nicht, dass wir am Ende dann zu hoch sind. Na, wir sehen jetzt schon die ersten Precision Approach Path Indicators. Aber ich kann sie nicht ganz genau von dem anderen jetzt unterscheiden, also vom Boden und so. Ein bisschen müssen wir auch noch nach links. Machen wir jetzt mal die Landing Checklist und reduzieren die Geschwindigkeit weiter. Na, einmal arm. Na, lass dich arm. Wieso lässt sich die Speed Brake nicht arm? Okay, wir sind... Okay, das passt von der Höhe, wir können... Da kommen jetzt ja gleich auf 15.000, dann nehmen wir ab 15.000 dann. Ich würde sie ja gerne armen, aber es lässt sich nicht... Na, ich will das wegklicken. Weg, 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 weg. Na, was jetzt? Oh oh. Ah nein, halt! Gut, habe ich hier eine Sicht ausgeblendet. Halt mal kurz. Pause. Eieiei. Virtuelles Cockpit, habe ich jetzt die Sicht, das Fenster ausgeblendet. Wollte ich gar nicht. Gut, wir sehen ja eh die Sofortwiederholungen. Später brauchen wir das Fenster jetzt unten links erstmal nicht mehr. So. Darf das andere jetzt wenigstens weg? Gucken wir nochmal, gehen sie jetzt auf Arm? Nee. Jetzt ist er auf Arm. Perfekt. Nach gefühlten 10 Mal oder so, wie das jetzt war. So, müssen gleich übernehmen. Flaps 30. So, im Moment sind die Precision Approach Path Indicators noch alle rot. Aber ich würde sagen, wir machen den Autopiloten jetzt aus. Und I have control. So, und dann übernehmen wir und fliegen jetzt. Ein Visual Approach auf die Runway 35 von Corfu. Wir haben die Freigabe für die Landung. So soll das sein. So, reduzieren noch ein bisschen die Geschwindigkeit. So, im Moment ist noch alles rot, also wir sind im Moment noch zu niedrig, brauchen also gar nicht sinken. Mal gucken, dass wir nicht weiter sinken. Wir wollen ja auch nicht im Wasser aufkommen, dann vielleicht beschleunigen wir nochmal ein bisschen. Aber wir sinken gerade ein bisschen stark. Mal vielleicht doch mal Flaps 40. Ja, wobei, passt dann mit der Geschwindigkeit? Jetzt können wir Geschwindigkeit reduzieren, genau, dann können wir nämlich langsamer anfliegen. So, wir sind auf jeden Fall schon mal gut ausgerichtet. Da haben wir die erste weiße Lampe, also können wir uns jetzt langsam auf einen Sinkflug einstellen. So, das Fenster hier oben können wir eigentlich jetzt auch mal wegmachen. So, und jetzt schön auf den Sichtanflug konzentrieren. Es wird spannend. Wir landen jetzt hier in Korfu und hoffen mal, dass wir einen schönen Sichtanflug haben werden. Wir müssen auch passend an den Autofrust aufmachen und alles, aber wir kriegen das schon hin. Genau, Landing. Ja, wir sind schön ausgerichtet, sieht gut aus. Auch von den Precision Approach Path Indicators passt es ganz gut. So, Geschwindigkeit passt, Höhe sieht gut aus. Gleich haben wir 500. Na, das sieht auch schon mal richtig gut aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Genau, hier direkt noch komplett übers Meer, bis wir dann aufsetzen. Also es geht jetzt noch alles hier übers Meer und dann kommt dann direkt die Landebahn. Continue. So, wir machen jetzt gleich einen Autofrust auf, off. Minimums, continue. Landing. Autofrust off. Und dann sind wir gleich unten. Da ist die Runway 35. Schub geht jetzt raus. Wir fangen ab. Und setzen auf Reverse. Und Auto Brakes, Speed Brakes up. Perfekt.
Wir sind sicher in Korfu gelandet, Leute! Yeah! Das hat aber eine richtig guten, sahen wir nach einer richtig guten Landung aus. Schön ab 1500 Fuß da übernommen. Schön hier angeflogen. Gut, dass wir die Flaps auf 40 ausgefahren haben und alles. Richtig, richtig gut. Gucken, kommen wir schon hier raus? Können wir raus? Können wir raus? Können wir raus? Nee, okay. Gut, dann haben wir noch ein ordentliches Stück zu fahren. So. Spoilers wieder einfahren. Und da sind wir hier schön gelandet in Korfu. Das sah doch mal nach einer richtig guten Landung aus. Sehr cool. Ab 1500 Fuß übernommen und dann da schön Sichtanflug hingelegt. Richtig geil, Leute. Ich glaube, das war echt eine gute Landung. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen hart. Das könnte vielleicht sein, aber vom Anflug her, vom Touchdown und so, wie das alles verlaufen ist, das war schon mal richtig gut. Lieber ein bisschen härter, aber dafür eine sichere Landung. Okay, next taxiway. Das war auf jeden Fall mal wieder ein richtig schöner Flug hierher. Mit einem schönen Flugzeug. So, okay. Und wir bestätigen noch das Handoff und schauen uns jetzt mal die Sofortwiederholung aus verschiedenen Sichten an. Ich setze mal kurz die Parkbremse. So. Oh, jetzt macht der Pre-Shutdown, egal. So, Sofortwiederholung. Und wir nehmen mal 200 Sekunden. Ja, wobei, ist ein bisschen früh. Nochmal 120. Ja, das ist ganz gut. Die ganzen Fenster hier bitte einmal alle weg, 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 weg. So, und dann bin ich jetzt mal gespannt. Sieht auch richtig cool aus, hier anzufliegen hier. In Korfu ist schon richtig cool hier. Wo hier dann noch so die ganzen Landelichter hier im Wasser stehen hier. Aber der Anflug sah auch richtig gut aus, wie wir das Flugzeug hier schön mittig gehalten haben. Schub da raus, vielleicht hätte ich ein bisschen später auch rausmachen können. Schön abfangen. Na, das sah doch mal wieder eine richtig geile Landung aus. Ey Leute, unsere letzten Landungen, die wir in letzter Zeit immer hinlegen, sind so unfassbar geil. So richtig schön sanft, schön mittig. Ey, besser geht's einfach nicht, Leute. Das ist so geil. Wir haben jetzt einfach schon so viel Flugerfahrung und so. Und da legen wir hier so klasse Landungen hin. Guck mal, hier schön mittig. Und es ist unfassbar. Ab 1500 Fuß haben wir übernommen, haben den Rest komplett per Sicht geflogen. Und haben trotzdem hier so eine geile Landung hingelegt, obwohl wir von so einer langen Strecke das passend alles abpassen mussten, dass wir hier passend aufkommen und haben es hingekriegt, Leute. Ey, das ist so unfassbar geil. Daumen hoch, echt. Richtig geil, Leute. So macht das Spaß, so ist das geil. Lalalalala. Oh Mann, ist das geil. So, nochmal eine andere Sicht. Hier mal vom Tower aus. Aber der Anflug war auch richtig gut. Hier war schön stabil, nicht so irgendwie ganz hin und her gewackelt, sondern schön ausgerichtet auf den letzten, schon ab 700 Fuß oder so, 800, 1000 Fuß vielleicht schon, waren wir schön ausgerichtet auf die Landebahn, kommen hier schön übers Wasser rein. Da unten sind noch die ganzen Planespotter und andere Touristen und so, oder auch hier Inselbewohner, die hier den landenden Flugzeugen zuschauen, in dem Fall jetzt uns. Und schön abgefangen und dann hier schön sanft aufgesetzt und dann, ja, sind Leute hier sicher in Korfu gelandet und können dann hier einen guten Urlaub dann beginnen. Das war doch mal ein richtig geiler Flug mit einer richtig geilen Landung, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gucken wir das Ganze nochmal von hier an. Genau, dann nehmen wir die andere Sicht. Ne, nehmen wir die Sicht hier. Richtig geil. So, so haben es die Passagiere gesehen. Hier das Wasser kam immer näher, immer näher. Aber eigentlich richtig gut, dadurch, dass es keine ILS hier gab, sind wir jetzt so hoch angeflogen. Wobei wir, ja wie gesagt, es in nächster Zeit auch öfters machen werden, dass wir ab 1500 Fuß dann übernehmen werden. Wir werden dann wahrscheinlich so ab 3000 Fuß werden wir anfliegen und da ist dann die Landebahn, genau. Und dann hier schön sanft aufgesetzt. Reverse, Speed Breaks Up. Genau, also wir werden es in nächster Zeit jetzt immer so machen, wenn die Wetterverhältnisse zulassen, Sichtverhältnisse und so weiter, werden wir... Und also wenn es ein ILS gibt, werden wir natürlich erstmal ILS verwenden, so ab 3000 Fuß oder so. Heute gab es ja eigentlich gar kein ILS, deswegen sind wir gleich auf 1500 dann gesunken jetzt. Aber dann werden wir halt das ILS nehmen, 1500 oder 1000 Fuß irgendwo dazwischen dann anfliegen mit ILS und dann werden wir das ILS den Autopiloten deaktivieren und die letzten 1500 Fuß, ab 1500 Fuß, ab 1000 Fuß irgendwo da, dann bis zur Landebahn. Per Sichtanflug komplett von Hand und so weiter fliegen. Weil ihr habt ja gesehen, wir haben das heute auch wieder richtig gut hingekriegt. Da wird es dann auch ein richtig guter Anflug werden. Das ist so geil, so geil, so geil. Nochmal sofort Wiederholung.
weiß noch nicht von wo. Wir haben eigentlich jetzt alles gesehen. Nee. Passt jetzt. Dann rollen wir jetzt noch zur Parking Position. Das war echt wieder ein schöner Flug mit einer tollen Landung am Ende. So soll das sein. So soll das sein. So. Dann mal kurz hier durch, dass das Andy auch wieder funktioniert. Und dann suchen wir uns jetzt mal eine Parkposition aus. Parkposition. Wir können uns eigentlich hier können wir beim Boden anmelden und einfach eine anfordern. So, hoffentlich sind wir nicht vorbeigerollt. Gate 5. So, dann gucken wir nochmal. Was ist Gate 5? Was haben sie hier für uns ausgewählt? Okay, es geht erstmal geradeaus. Gut. Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Landung und wir werden es in nächster Zeit auf jeden Fall öfters machen, dass wir ab 1000 Fuß dann von Hand anfliegen werden. So. Dann gucken wir mal, ein Stück haben wir noch nach vorne zu rollen. Wie sieht es jetzt eigentlich hier aus? Shutdown-Check, das ist die nächste. Gibt es eigentlich nochmal eine Ansage? Das ist einfach nur Disarms Lights und Open Doors. Wobei, das können wir eigentlich auch mal kurz dann machen. So, gleich dann hier links. Achso, da links und dann dahin, das ist unsere Parking Position. Aber im Moment ist hier nichts los. Kein anderes Flugzeug da. Im Moment sind wir hier die einzigen. So, einmal scharf links. Und gleich wieder scharf rechts. So, noch passend ausrichten auf die Linie. Gucken wir nochmal von hier, dass es passt. So, genau, jetzt schön geradeaus und dann haben wir die Parking Position erreicht. Das Ganze ausschalten. Parking Brake ist set und die Shutdown Checklist. Fuel Pumps gehen auf off. Wo haben wir sie? Generators, hier sind die Fuel Pumps. Und die auch noch? Off. Die ist sollte schon off sein. Set. Up. Securing Aircraft Checklist. Okay, First Officer Secure Flow. Jetzt können wir vielleicht nochmal die Ansage machen. Achso, und was ist das andere? Das Arms Lights, oder? Wahrscheinlich einfach nur. Ah, nee, Arms Lights. Okay, wunderbar. Triebwerke können aus. Ja, und damit ist auch unser Flug hier schon wieder completed. Genau, das ist hier also schon das Ende von dem Flug von Düsseldorf nach Korfu. Ich hoffe, der Flug hat euch gefallen. Wenn euch der Flug gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Und dann schauen wir mal, welchem Flugzeug, von wo nach wo, wir als nächstes unterwegs sein werden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Flug. Bin schon ganz schön gespannt auf die Landung. Wir haben dann das erste Mal, wobei wir haben es ja heute auch schon gemacht, aber dann erst mit ILS anfliegen, sofern halt der Flughafen ILS hat. Und dann ab 1500 Fuß dann übernehmen werden und dann von dort visual landen werden. Heute haben wir ja schon mal klasse hier eine Landung hingelegt. Haben also gezeigt, dass wir es drauf haben sozusagen, also dass wir es können, dass wir von da eine schöne Landung hinlegen können. Und soll das nächste Mal auch wieder klappen. Mal schauen, welche Flugzeuge unterwegs sein werden. Ich freue mich schon drauf, nächsten Flug. Ich hoffe, ihr auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer LineGamer1. Ciao.